Howdy Leute und herzlich willkommen zurück bei Babel Rising. Mein Mikro steht nicht richtig. Moment. Jetzt. Wir sind in Kapitel 8. Rosenkranz der Seelen. Hole 100.000 Punkte. Nabu hat den Reigen in letzter Zeit angeführt. Lass uns unsere Macht demonstrieren. Das sollte in den Herzen seiner Arbeiter Furcht verbreiten. Ich habe noch Feuer und Luft zur Auswahl dieses Mal. Mal. Hole 100.000 Punkte. Oh, wir sind in einem neuen Gebiet. Guckt es euch an, mit Mauern und gerade schön ist. So, hier gibt es wieder zwei Punkte, wo die rauf können. Ich hab die Steuerung vergessen, Vater. Ach, Maus halten, genau. Gut gemacht, über die Karte ist der Schlüssel zu einem hohen Punktzahl. Bleiben wir am Ball, um es sogar noch höher zu treiben. Boah, ich bin jetzt schon so lange nicht mehr zum Aufnehmen gekommen von Babel Rising, das ist schlimm. Ich glaube, in der letzten Folge war der Joker mit an Bord. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Ja, warum gab es so lange kein Babel Rising? Ihr wisst ja, im Moment total im Dark Souls Rausch. Weil mir das im Moment am meisten Spaß macht. Darksiders 2 und Dark Souls. Aber ich will natürlich diese Projekte nicht in Vergessenheit geraten lassen. Deswegen gibt es jetzt wieder Babel Rising. Bestrafung. Allerdings sage ich euch gleich, werde ich nicht die ganzen 15 Missionen spielen. Ich mache jetzt vielleicht noch diese Mission und vielleicht noch eine und dann ist Schicht im Schacht mit Babel Rising. Es sollte eigentlich kein ganzes Let's Play werden, sondern nur so eine Art Let's Show. Aber es kam ja dann so gut an nach der ersten Episode, dass ich mehr machen musste, beziehungsweise auch wollte. Aber ihr seht ja, jede Mission ist eigentlich im Grundprinzip ziemlich gleich. Aber wie gesagt, für 10 Euro wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Ihr solltet es euch wirklich mal anschauen. Da kann man eigentlich überhaupt nichts verkehrt machen, finde ich zumindest. Kommt mir die Mission einfacher vor als die Mission zuvor? Haha, durchlaufen ist nicht. Bestrafung! Leo. Ah, die mit den Krügen wieder, oder? Ach nö, Priester. Ah, die Krüge, da habe ich schlechte Erinnerungen dran. Kommen aber echt nicht viele Gegner. Gegner in Anführungszeichen, natürlich Dorfbewohner. Wenn ihr die ersten vier Folgen nicht gesehen habt, habe ich schon vier oben, ja, oder drei, ersten drei oder vier Folgen. In Babel Rising geht es darum, wir sind ein Gott. Und unsere Dorfbewohner sind nicht wirklich zufrieden mit uns und wollen jetzt diesen Turm bauen, um uns zu stürzen, ja. Sie wollen raufkommen, an unsere Tür klingeln und uns den Arsch aufreißen. Das ist so die Story von Babel Rising. Natürlich lassen wir uns das nicht gefallen, deswegen halten wir mit allerlei Magie da ein bisschen dagegen. Das erinnert ein bisschen an Populus, falls ihr das noch kennt von früher. So, jetzt habe ich meine höchste Magie ausgepackt. Dann haben wir hier nämlich so Meteoriten, die schlagen jetzt überall ein. Allerdings kann ich das nicht kontrollieren, was ein bisschen schade ist. Genauso unten links seht ihr dieses gelbe Symbol. Das ist auch schon voll aufgeladen. Das bedeutet, ich könnte jetzt einen Windstoß verursachen. Mache ich aber auch noch nicht dann. Ich hebe mir das nämlich schon ein bisschen auf. Man weiß ja nie, wo man es brauchen kann. Bestrafung! Ich warte immer noch sehr auf die Einblendung. Völkermord! Irgendwie so, das wäre sicherlich lustig. Oh, Feuerball ins Gesicht.
Feuer waren. Ich habe schon 11.300. In 5 Minuten. Ja, dann kann es nur noch eine Stunde dauern, oder? So, ich blase euch mal von meinem Turm. Unheil! Vernichtung! Boah! Jetzt musste ich kurz offscreen rülpsen, da kommt mir glatt mein Fisch wieder hoch, den ich vorhin hatte. Kennt ihr vielleicht diese Dosenfische? Ziemlich lecker, aber wenn man da dann wieder rülpst, dann kommt der Fischgeschmack hoch. Das ist natürlich dann unlecker, ja? Aber egal. Egal! Haha, Vernichtung! Warum erinnert mich Babel Rising jetzt so an God of War aus der Vogelperspektive? Ich weiß es nicht. Aber es würde passen, oder? Da, Blitz ins Gesicht. Feuerball ins Gesicht. War doch irgendwo ein Priester. Hier ist der Priester. Ich hoffe, der hat jetzt ein gelbes Schild. Jawoll. Bestrafung. Das Spiel ist immer wieder lustig, besonders wenn man es länger nicht mehr gezockt hat, ja. Dreu, dreu, dreu. Ah, die tollen Priester. Bestrafung. Ja, der kommt durch. So geht's nicht, mein Freund. Meine Sätschen, die kommen nicht wirklich hoch an dem Korn. Nicht solange ich Wache schiebe, ja. Ja, Feuerwand, komm, lauf rein. Ihr seid so dämlich. Hey, was wollt ihr hier oben? Jetzt gleich nochmal Bestrafung ins Gesicht, ja? So, einmal Feuerball und einmal Feuerwand, bitte. Damit die Bestrafung natürlich auch komplett ist. Du brauchst einen Feuerball, mein Priesterfreund. Ihr braucht eine Feuerwand, denn da wird es nämlich gemütlich warm. Blitzschlag tut sein Übriges. So, man ist ja die ganze Zeit eigentlich nur am Rumcruisen, ja. Weil man immer wieder guckt, wann kommen die Nächsten. Und man kommt immer einer durch irgendwie. Das ist der natürlich gegen Wind geschützt, der Arsch. Weil die Arbeit hängt total dämlich sind. Wäre es nicht viel, viel einfacher, hier einfach eine Leiter hinzustellen und drauf zu klettern? Ja, die hatten früher schon Leitern, also so abwegig wäre das gar nicht. Der Sterbe ist an. Ah, göttlich. Ah, Wortwitz, göttlich. Ah, 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 ah. Willst du nicht mein Ketzer sein? Armageddon und Sieg! 105.195 in 9 Minuten 30. Nabu hat sich in seinem Palast versteckt und weigert sich herauszukommen. Die Machtkombos haben ihn erschreckt. Sexiness. In der nächsten Folge geht's weiter bei Babel Rising. Und dann sage ich mal, es wird dann wahrscheinlich die letzte Folge von Babel Rising, ja? Also, seid bitte nicht enttäuscht, aber ich will ja, dass ihr das auch selber spielt. Also Leute, stay tuned, so long und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Babel Rising!